So, Harry sagt guten Morgen, und zwar ja heute hier zum Sonnenaufgang. Der war zwar um 7.31 Uhr, aber die Wolke war davor und jetzt schaut die Sonne eben gerade richtig raus. Was für ein wunderschöner Morgen, windstill. Es soll aber windig werden, Temperaturen waren 15 Grad vorhin, Höchstwerte werden 24 Grad erwartet und zunehmender Wind heute Morgen. Ja, da braucht man auch nicht viel zu sagen. Ja, um jetzt den richtigen Sonnenaufgang einzufangen, da muss man immer früher aufstehen. Ja, jetzt sind die Farben natürlich vorwiegend gelb-gold. Ja, ich nehme jetzt zur gleichen Zeit auch ein 360-Grad-Video auf. Und das ist natürlich der Vorteil von meinem Fahrradhelm, denn ich habe die Hände frei. Und dann kann man dann auch mal die Farben vergleichen. Und vor allen Dingen, man kann sich ja alle Richtungen ansehen bei 360 Grad. Und ab und zu kommt dann die Kritik, ah, das ist unscharf. Das liegt am Abspielgerät, denn da kann man oben die drei Pünktchen anklicken oder die drei Striche. Wenn man dieses Video starten möchte, und dann kann man die Qualität einstellen. Also wenn es unscharf ist, dann hat man da selber die Möglichkeit, die Schärfe einzustellen, weil das Video ist gerade das 360 wird in der höchsten Qualität und Auflösung hochgeladen und deswegen dauert es auch ziemlich lange. Ja, viele Menschen sind jetzt hier nicht am Strand, wenn man so durchzählt. Ja, 12, 13 in der einen Richtung.
Und ich schätze mal so, bis Playa de Ingles werden es vielleicht 20 sein, also 30, 40 Menschen gesamt am Strand jetzt um die Uhrzeit. Naja, es ist ja noch nicht mal 8 Uhr. Wir wollen ja auch nicht übertreiben. Ja, den perfekten Sonnenuntergang aufzunehmen, das ist ein bisschen schwierig, denn die eine Wolke da Richtung Las Palmas, die hängt da sehr oft am Morgen. Panza de Puro Eselsrücken nennt man diese Wolke, die hat einen Namen bekommen, weil sie denn da fast immer ist. So, und das ist aber keine Entschuldigung, dann zu sagen, ach, dann gehe ich später an den Strand. Nein. So, da vorne mit dem Auto kommt wieder unser Wachtmeister hier vom Strand, der für die Sauberkeit und Ordnung hier zuständig ist, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne. Auch schon die dritte Generation vom Auto. Ja, und nochmals, der hat gesagt, wenn die Touristen kommen, kommen auch die Liegen wieder. So, das war jetzt ein Versehen. Ja, das sind jetzt schon Farben vom Morgen. Ja, das Schöne ist auch, dass heute oder am frühen Morgen kaum Wind ist. Ja, da hängt auch so eine Wolke da über dem Berg. Ich weiß nicht, ob man das so ranbekommt. Aber ich glaube, man sieht es.
genau über dem Gipfel. So, mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann auch und sage, ja, bis später, Harry unterwegs. Es war ja schon das Video, was heute Morgen lief. Das ist von gestern. Und dann gibt es heute mit Sicherheit noch mal was zu berichten in der Realität. Und dann sage ich, bis später.